Eins kann ich euch verraten, das, was wir heute machen, macht mir überhaupt keinen Spaß. Es wird die reine Folter, der pure Hass und der absolute Disrespect meiner Persönlichkeit in diesem Spiel. Denn ich muss mit Luxemburg die gesamte Welt erobern. Mit der Expert AI Mod, also die KI ist quasi eh schon stärker und dann auch noch Elite. Und eigentlich sollte ich auch noch den anderen Nationen alle Forschungen zugestehen. Das Problem ist nur, in so einem Fall, naja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen sparen wir uns das Erforschen aller Technologien für die andere Nation. Aber das ist so eh schon schwer genug. Denn die Expert AI Mod wird dafür sorgen, dass die KI sowieso schon deutlich stärker und intelligenter agiert. Da machen wir den Modus auch mal auf schwierig und den Schwierigkeitsgrad ebenfalls auf schwer. Und Luxemburg, naja, ich meine, die haben keinen eigenen Fokusbaum. Ich habe auch keine Mods installiert oder ähnliches, dass es nicht zu einfach wird. Naja, das wird ein Geschmarre. Kriegen wir wenigstens irgendwo extra Forschungsslots? Ja, da unten zwei Stück, immerhin. Wenn man mich vor 20 Jahren oder so gefragt hätte, was ich mal im Leben erreichen möchte, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal sagen würde, ich möchte mit Luxemburg die Welt erobern, in fast unmöglichen Schwierigkeitsvoraussetzungen. Wir beginnen erstmal mit einer reinen Industrialisierung. Nebenbei schaufel ich mir erstmal einen ganz netten Antoine de Trachezy-Blab mit rein. Das ist ein Kommunist, die brauchen wir heute. Was? Kommunisten in Luxemburg? Warum das denn? Wer es nicht weiß, wird es noch verstehen. Keine Sorge, meine Freunde. Das ist der Weg. Ja, Deutschland heute ohne Bürgerkrieg, Italien hingegen mit einem Bürgerkrieg und Polen ist Königreich geworden. Super, alle wieder komplett bescheuert hier. Das erste Jahr war wie mein Leben, komplett ereignislos und langweilig. Ah, es gibt nichts Schöneres als Klassenkämpfe, schon damals in der Schule. Mann, hatten wir Spaß, als die Tische und Stühle geflogen sind. Kollateralschäden, zwei Rektoren, vier Lehrer und drei Hausmeister. Irgendein Londoner Vertrag können wir noch ablehnen. Ich meine, ich finde es immer gut, Verträge abzulehnen. Ah, demokratische Parteien in der Minderheit lieben wir. Direkt mal in Kommunismus weiterpuffen. Da war nämlich großteil kommunistisch. Was macht man direkt nach einer Wahl? Genau, man macht eine neue Wahl. Wollt ihr den totalen Kommunismus? Natürlich. Man sagt auch immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Deswegen rechtfertigen wir direkt mal einen Kriegssieg gegen Belgien. Weil aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Belgien ist absolut ununterhaltsam und langweilig. Und die werden automatisch gleich freiwillig aufgeben, wenn ich sie angreife. Nun beginnt das eigentliche Schauspiel. Wir haben 35 Armeeerfahrungen und als Kommunisten können wir ideologische Loyalität einberufen. Auf gut Deutsch gesagt, wir kommen im Monat 2000 tapfere Männer und Frauen aus irgendwo von diesem wunderschönen, riesenfetten Kontinent, die wir in unsere Armee stopfen können, um sie als Dummies gegen die Feinde zu schmeißen. Wir rufen belgische Arbeiter zur Hilfe. Ich rufe eh jeden Trottel zur Hilfe, der bei drei nicht auf dem Baum ist, hier im Spiel natürlich nur. Interessanterweise haben wir übrigens aus Belgien einen beschissenen Infanterie-Experten. Keine Ahnung, wo der herkommt. Wir haben eigentlich gar keine Armee bis zu dem Zeitpunkt. So, dann erklären wir den Bumskugel mal den Krieg, ne? Wird schon nicht schief gehen, hoffe ich. Gut, ich bin mir gar nicht mehr so sicher mit der Aussage. Naja, Deutschland hat den Tschechen den Krieg erklärt, vielleicht nimmt das ein bisschen Druck von meiner Seite. Tja, mit 500 Mann zu 38.000 haben wir den ersten Angriff mal abwehren können. Aber Belgien ist leider enorm stark, muss ich gestehen, die haben irgendwie ein paar hunderttausend Mann, woher auch immer. Wer hatte eigentlich die Idee, das zu machen? Naja, stimmt, war ja ein Wunsch, scheiße. Digga, was geht ab, Alter? Ich habe noch nicht mal angefangen und die machen hier schon irgendwelche Techtelmechtel auf der halben Erde. Ich fühle mich so unfassbar nutzlos, ihr habt keine Ahnung. Naja, wobei doch. Bestimmt gibt es ein paar, die sich genauso nutzlos fühlen wie ich gerade. Ja, Deutschland hat sich mit den Alliierten angelegt. Und den Sowjets auch noch. Digga, Alter, das ist doch vergessen. Kannst du vergessen, ey. Belgien wird jetzt auch gleich den Alliierten beitreten. Und dann kann ich wahrscheinlich eh gleich alte 4 drücken. Ah, 4000 zu 126.000 Verluste. Fast schon ein bisschen langweilig für Luxemburg. Wir haben sogar schon eine Provinz erobert. Ja, ich habe eine kleine Luftwaffe aufgebaut und Belgien weiß gar nicht, was ein Flugzeug ist. Dann funktioniert sowas. Würde mir voll auf den Sack gehen, wenn ich mit 5 Divisionen hier gleich drauf gehen würde. Hauptsache Polen ist jetzt den Alliierten auch noch beigetreten. Wie soll ich denn dann das schaffen, Alter? Was wollen die von mir? Na, wenn wir das jetzt schaffen, die in Lüttich auch noch einzukesseln, dann haben wir, glaube ich, den ersten Sieg schon mal gewiss. Digga, die gehen mir alle am Sack, ne? Habe übrigens keine Soldaten mehr. Ich weiß gar nicht, wie wir... Ah, scheiß drauf. Ja, wir jolen jetzt mal gegen die Niederlande. Vielleicht ignoriert mich ja einfach jeder. Für alle Fans von Holy und den gesünderen Eistees, Energies und Hydrations gibt es nun gute Neuigkeiten, denn nach langer Wartezeit gibt es endlich Zitrone mit Honig versetzt als Eistee und ein rein Zitrone als Hydration. Der Zitrone-Eistee erinnert dabei stark an die leckeren Zitronenbröseltees aus unserer Kindheit, schmeckt sehr erfrischend und eisgekühlt im Sommer, ein absoluter Banger. Der Hydration schön zitronig, wie die anderen Hydrations auch was, wenn ihr ausgepumpt seid, um eure Energiereserven wieder aufzufüllen. Wenn ihr Holy noch nicht kennen solltet, gibt es hier immer Probierpakete, 5
Euro mit dem Code KRABBE5 könnt Hydrations, Eistees und Energies probieren. Die zuckerfreie Variante mit fruchtig geiler Note. Ansonsten, wie immer, Code KRABBE, spart 10%, unterstützt meinen Kanal und lebt ein bisschen gesünder. An der Stelle vielen Dank für euren Support und jetzt weiter mit dem Video. Sind ja alle aktuell damit beschäftigt, die Deutschen kaputt zu machen. Der Moment, wenn einfach Polen Deutschland hops nimmt, das ist echt armselig, Mann. Ich sag euch, wie es ist, wenn Deutschland kapituliert, mache ich alte 4 und fange neu an oder so. Was soll ich denn dann noch groß anstellen hier? Finnland hat Deutsch, ist das geil. Oh, ich hoffe einfach, dass die mich jetzt in Ruhe lassen, wenn... Digga, what the fuck? Ja, nee, Mann. Das Ding ist lost, Alter. Jetzt schon. Warum garantieren die eigentlich alle die... Ach, wer macht denn sowas? In Vereinigten Staaten werden es wahrscheinlich auch gleich den Alliierten beitreten, so wie ich das kenne. Man stirbt nur einmal. Ich hab nicht mal eine Angriffslinie, Digga, ich bin so lost. Achso, ich war... Hä? Ah ja, doch, okay. Ja. Ist okay. Ich darf nicht Japan beitreten, es ist ein Solo-World-Conquest. Welcher? Ah, ich reg mich nicht auf. Ja, also, wir haben 89.000 Mann gegen so 5 Millionen, easy. Haben nicht mehr genug Division, um diese bekloppte Front abzudecken, Alter. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus, Mann? Mir geht's nicht gut. Oder so ähnlich. Immer noch ein geiles Meme. Das ist das direkt Sinnloseste nach meiner Geburt, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe hier. Ach, scheiß drauf. Ja, die Polen haben in der Zwischenzeit auch jede Staatsform einmal durch und jeder Mann und Frau im Land durfte einmal herrschen. Ja, Deutsche Reich versucht es auf ein Neues. Viel Glück dieses Mal. Drückt mir die Daumen. Ich drück euch die Daumen. Das ist übrigens viel zu früh, by the way. Digga, die Deutschen gehen mir so hart auf den Sack, Alter. Ja, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass Belgien heute ein bisschen besser drauf ist als letztes Mal und ca. 100.000 Soldaten weniger hat, die mir die Fresse polieren wollen. Apropos Fresse polieren. Die Deutschen gehen mir maximal auf die Eier, die verlieren schon wieder. Digga, das kannst du keinem erzählen mehr in der Zwischenzeit. Naja, aber deswegen würde ich sagen, wir verbessern die Laune mal ein bisschen und bedanken uns ganz herzlich bei allen lieben Kanalmitgliedern und allen anderen, die meinen Kanal unterstützen, regelmäßig einschalten, Videos kommentieren, liken, abonnieren, subtrainen und dividieren. Dank euch finde ich immer wieder die Motivation, mich hier Tag für Tag diese Scheiße zu stürzen mit diesen bescheuerten, unmöglichen, unvorstellbar dummen Challenges. Ja, alles eure Schuld. Also vielen Dank für euren Support, freut mich und bin schon auf die nächsten Monate gespannt. Digga, wenn Deutschland jetzt auch noch Polen angreift, ne, alte 4 ist raus, Alter. Na, besser ist es. Na, immerhin haben sie kein alliiertes Bündnis gemacht, es gibt noch ein bisschen Hoffnung. Digga, what the fuck ist denn jetzt falsch? Lasst mich in Ruhe. Damit die Deutschen den Krieg... Wobei, ist mir eigentlich ganz recht. Greifen jetzt einfach mal an, YOLO, wird schon schief gehen. Gut, Deutschlands Kapitulation ging traurigerweise relativ schnell. Ja, schickt mal Ausrüstung. Danke, Mann. Voll nett, ja. Weiß ja nicht, mit welchem Recht sich Italien nach wie vor weigert zu kapitulieren, aber relativ ätzend mit denen. Immerhin ist Japan noch nicht in dem Achsenbündnis. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Ah, Mussolini wurde abgesetzt. 5 Sekunden im Land und dann kriegen sie direkt Panik. Ich bin vor allem nicht Hannibal, ne? Ich bin Krabbiball. Am besten finde ich die ganzen Geschenke, die ich den ganzen Tag bekomme. Polen hat den Deutschen den Krieg erklärt. Achso, lol, stimmt, da oben gibt es ja Deutschland noch. Digga, ich habe keinen Plan, was abgeht. Ich habe nichts gemacht die letzten 10 Minuten. Jetzt ist es einfach Italien mein Untertan. Also die Hälfte von denen, die andere Hälfte nicht. Sind ja nicht mal Kommunisten. Da müssen wir ein bisschen die Ausbildung fördern, ha? Digga, weiß gar nicht, wohin mir den ganzen Zeug, was die mir alle schicken. Hoffe immer, dass wir schön viel Warscore ansammeln können, um diesen Krieg bestmöglich zu Ende zu bringen. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das erlebe. Aber ja, nur den dritten Versuch gebraucht. Wir müssen uns ja einfach mal... Oh Gott, ich habe viel zu wenig Warscore, Mann! Hä? Hey. Die haben sich einfach meine ganzen Gebiete gesnackt. Da ist mir meine Vasallen egal. Digga, warum ist denn Lazio so teuer? Hä, ganz andere Frage. Warum will ich überhaupt Lazio haben? Das ist ein Falsch mit mir, Alter. Gut. Gute oder schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist... die gibt es gar keine schlechte Nachricht. Wir werden uns jetzt erstmal gegen die... wobei, ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, wir gehen in den Norden. Wollte ich schon mal im Norden ein bisschen Krawall machen. Wir haben uns einfach mit 11 Divisionen ganz Deutschland geholt. Gut, wir hatten ein bisschen Hilfe, aber trotzdem. Das Problem ist, wir brauchen noch viel, viel mehr Soldaten. Großteil geht aktuell für Garnison drauf. Das ist natürlich logisch, dass man ganz Deutschland im Besitz hat. So, da beginnen wir nun das Schauspiel gegen Dänemark. Ich spiele wie ein Noob, Alter. Ich habe schon wieder vergessen, die Angriffslinie zu ziehen. Und warum zur Hölle sind die Briten gelandet? Die sollen sich mal verbritisieren gehen. Ja, tatsächlich Dänemark schon hartnäckiger als das Deutsche Reich. Ich rufe übrigens absichtlich Italien nicht mit rein, weil dann würden die noch auf dumme Gedanken kommen und unabhängig werden. Und das ist das allerletzte, was wir wollen. Könnt ihr mir aufhören, mir auf den Sack zu gehen den ganzen Tag mit ihren bescheuerten Rumlaufaktionen hier? Habt zwar keine Ahnung, was die so haben, aber sie haben nicht genug, um uns aufzuhalten. Deswegen ist mir es erstmal relativ egal. Sehr entspannt, weil immerhin praktischerweise die Schweden
großherzigerweise mit der halben Welt im Krieg liegen. Nebenbei übrigens die Polen noch hart im Krieg gegen die Sowjetunion, weil, why not? Die Finnen bekommen auch hart auf die Schnauze. Also eigentlich kriegt gerade jeder auf die Schnauze außer uns. Okay, zu Schweden. Muss nur noch irgendeiner die Finnen wegmachen. Die Finnen sind auch gleich weg. Ich kann zwar nichts machen, aber ja, so ist mein Leben. Die Tschechen haben jetzt nochmal eben bei den Ungarn den Krieg erklärt. Das ist relativ beschissen für die Ungarn, wenn ihr mich fragen würdet. So, damit ist das nächste Bündnis weg. So, sieht erstmal alles ganz gut aus, ne? Jetzt müssen wir taktisch klug vorgehen. Und taktisch klug vorgehen heißt in dem Fall eigentlich ein Krieg gegen die Alliierten. Aber ich würde direkt mit der Haustür ins Haus fallen, deswegen greifen wir die Tschechen an. Also eigentlich nicht die Tschechen, alle anderen außer die Tschechen, aber ihr wisst, was ich meine. Gebt mir mal eure Armee, Alter. Braucht mal ein paar Soldaten hier in der Bude. Auch traurig, dass ich die glorreiche Krabbe meine Truppen auffüllen muss mit Italienern. Jo. Okay. Das war's mit den Russen. Oder den Sowjets oder beiden. Auch lustig, die Italiener haben ihre Unabhängigkeit erklärt. Problem ist nur, ich habe ihre Armee und bis jetzt haben sie die auch nicht zurückgerufen. Das heißt, ich werde ihre eigenen Truppen nutzen, um sie zu vernichten. Strange, Alter. Strange, diese Italiener. Aber gut, danke, ne? Ich habe sogar die Armee behalten. Hä, das Game ist so kaputt, Alter. Wie geil ist das denn? Also Italien, wenn sie als Vasallen sind und dann wollen sie die Unabhängigkeit und du hast davor die Armee gefordert, dann behältst du einfach die Armee und Italien erklärt die Unabhängigkeit ohne Soldaten. Nach 2970 Milliarden Stunden ja immer noch was Neues. So, jetzt schauen wir mal, ob meine italienischen Truppen irgendwas wert sind. Ich bin nicht bester Dinge, aber die trainieren gerade ganz gemütlich, deswegen mal gucken, vielleicht halten sich alle aus dem Krieg gegen die Belgien raus. Spoiler Alert, nee. Das Problem ist jetzt, die Niederlande hält sich raus, was erstmal gut ist. Aber im Umkehrschluss werde ich gerade unten überlaufen. Okay, tschüss Slowenien. Es ist ein Desaster, Leute. Es ist ein Desaster. Aber Frankreich kapituliert. Also wir überrennen Frankreich, wir haben von Slowenien überlaufen. Kannst du auch wirklich keinem mehr erzählen. Ja, tschüss Belgien. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal erlebe. Wir müssen auch unbedingt die Niederlande noch erobern. Warum? Ah, die sind bei den Alliierten. Ah, das ist aber scheiße. Na, jedenfalls wollte ich den Londoner Vertrag ablehnen, dann können wir nicht die Benelux-Staaten gründen. Wir müssen nur noch die Pariser irgendwie wegkriegen. Die Franzosen. Was auch immer. Was sind denn die jetzt? Franzosen oder Pariser oder Schnittchen oder Croissants oder was ist das? Ja, ich bin so glücklich. Also ich hätte zwar jetzt gleich halb Italien und eigentlich ganz Deutschland verloren, aber mit dem Fall von Frankreich ist alles in Ordnung gekommen. Da ich der Einzige bin, der hier was gemacht hat, kann ich mir auch alles holen. Na, da geht ein Großteil unserer Manpower für die Garnison drauf, aber wir mobilisieren ja noch ein paar Jahrzehnte. Das Hauptproblem dürften jetzt dann höchstwahrscheinlich die Sowjets sein. Ja, und die Amis und ach komm, ich habe immer keinen Bock nach Amerika rüber zu schippern, Alter. Die Hälfte der Schiffe säuft irgendwo ab und die Amis bunkern sich zu, als ob so mir Scheiße überleben gehen würde, Mann. Naja, YOLO. Die Tofu-Kooperative. Nee, Mann, ich mag keinen Tofu. Da, Niederlande. Und mit dem Fall der Niederlande können wir den Londoner Vertrag ablehnen. Und damit ändern wir unsere Farbe zum sozialistischen Benelux-Staat. Passend natürlich in feinsten Rosa. Wer weiß überhaupt nichts rosa ist. Ah, Manpower. Oh. Let's go. Naja. Offensive im Osten ist immer sehr unterhaltsam. Nee, ich sag da jetzt nichts zu. Aber eventuell gab es eine Naval Invasion. Memo an mich selber, nach dem Fall der Niederlande die Armee vielleicht sicherheitshalber in Reserve abstellen und die Hauptstadt verteidigen. Sicherlich ein sehr smarter Move. Ja, da kommen sie. Das war die Naval Invasion, die mir das Leben gekostet hat. Diese hässlichen britischen Schiffsfahrer hier in Hearts of Iron 4. Nicht in echt natürlich. Ist übrigens schon Try 5 rein theoretisch. Ja. Also zum Glück habe ich mir ein paar Saves gemacht, so sicherheitshalber. First Try und so, ne? Warum müssen eigentlich Russland mit Japan und den. Ja, das ist so ein beklopptes Bündnis, Alter. Das glaubt doch schon wieder keiner, Mann. Haben wir in der Zwischenzeit 200 Schiffchen. Kriege ich aber nicht raus, weil die Briten meinen, sie müssen immer noch unbedingt noch diesen beschissenen Gibraltar festhalten, was ihnen seit 10.000 Jahren gar nicht mehr zusteht. Sorry, wie es ist. Russland ist immer so unangenehm anzugreifen. Glücklicherweise blockt die Ukraine jegliche Invasion von der Krim. Digga, what the fuck, Bulgarien, Alter. Was rauchen die? Digga, was rauchen die? Ich meine, sie sind ja selber schuld, die haben angefangen. Finde es auch immer relativ wichtig, dass Angola ohne eine einzige Division und mit drei Fabriken eine Major-Nation ist. Das ist so Life Goals. Ja, kümmern wir uns um die Spanier, dass wir uns Gibraltar holen können. Dass wir irgendwann mal bei den Briten landen. Das ist der Plan. Ob da was draus wird, wird man sehen. Die Spanier übrigens mit ihrem eigenen Bündnis, mit sich alleine. Solche Vögel. Warum bin ich denn... Ah ne, ich bin gar nicht mit der Ukraine im Krieg. Ich dachte, weil die US-Truppen darum gammeln in der Ukraine. Soll ich mal verkrümeln, Alter. Nach dem Fall von Russland war der Rest jetzt gar nicht so schwierig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir zu den Briten rüberkommen. Wie gesagt, die haben sich auf ihre Insel eingeschimmelt. Haben auch noch ein paar hunderttausend Mann irgendwo rumgammeln. Wir hingegen haben durch Asien und Indien ein bisschen Manpower dazu gewonnen. Und wir mobilisieren übrigens immer noch. Ja, kein Spaß.
Digga, was für Burundi, Alter. Die sollen mich mal in Ruhe lassen. Wenigstens kann man sich darauf verlassen, dass die Briten keine Ahnung haben, wie man ihre gammelige Insel verteidigt. Stück für Stück arbeiten wir uns vor. Das Hauptproblem ist grundsätzlich, dass wir 277 Millionen Tage brauchen, um irgendjemanden den beschissenen Krieg zu erklären. Auf der Habenseite hingegen ist die bevorstehende Invasion in Kanada. Warum sind es eigentlich immer die Polen, die Probleme machen müssen in diesem Spiel? Irgendein Aufstand. Warschauer Aufstand. Was wäre, wenn ich eine Atombombe auf Warschau drauf? Oh, scheiße. Die sind ja echt angepisst. Das Problem ist halt, wir haben keine Waffen. Irgendeiner hat die gesamten Waffen weggesnackt. Ah, sehr praktisch. Da können wir gleich zwei Klappen mit einer Fliege schlagen. Die Griechen meinen, die Ukraine unterstützen zu wollen. Ich bin mir sicher, das wird nicht backfiren. Weil die Briten existieren eh nicht mehr und Kanada muss ich sowieso irgendwann angreifen. Weil die sind eh schon lange im Krieg mit mir, also von daher egal. Die sind auch echt beigetreten, diese Vögel. Ah, ich hab die Inseln vergessen, scheiße. Digga, lass doch den Scheiß. Die Ukraine war einfacher zu erobern als diese paar Inseln. Kommt vielleicht heute mal einer, die Grenzen verteidigen. Immerhin konnte die Türkei noch mal ein paar Minuten ihrer Freiheit genießen. Boah, Jokes on me, Alter. Die haben mir halbes Reich zurückerobert. Vor lauter Panik habe ich jetzt meine Invasion nach Kanada aufgelöst. Gott, so blöd kannst du doch gar nicht sein. Alles nur, weil die meinten, die Türkei zurückerobern zu müssen. Von all den Ländern, die sie hätten zurückerobern können, warum zur Hölle muss es Sierra Leoneische Junta sein? Das Problem an so einem World Conquest ist, du musst doch immer Länder erobern, die wirklich gar keine Sau interessieren, wie zum Beispiel Nenzien, was wahrscheinlich irgendeine Nusssorte ist. Wenn wir jetzt auf den Nussknacker warten, würde ich sagen, wir starten mit unserer Invasion in Nordamerika. Bin mir sicher, es wird bestimmt nicht schief gehen. Okay, irgendeine sozialistische Republik hat mir den Krieg erklärt, Digga, wer ist das? Was wollen die von mir? Ah, okay, irgendwas im Süden auf alle Fälle. Ach, die sind das, irgendein Dahomey. Jeffrey Dahmer oder was? Dann bauen wir den Bumsi mal ein bisschen aus, dass wir auch ordentlich expandieren können. Was haben die denn so? Na, die sind nicht so strong. Hm, die aber eigentlich auch nicht. Hm. Aber relativ viele Soldaten schon beseitigt scheinbar. So, wir klären jetzt den Krieg. Das Problem ist, ich habe nur vergessen, Soldaten hinzuschicken, aber naja, wer braucht schon Soldaten für Walnüsse? Digga, die haben sogar Soldaten, Alter. Was soll der Scheiß? Digga, das ist so eine zeitintensive Geschichte. Wenn ihr gute Serien kennt, die man nebenbei anschauen kann, droppt mir gerne einen Kommentar. Digga, was wollen die alle von mir? Lass mich doch mal in Ruhe. Das ist ja so, als wenn ein Schwein zum Schlachter auf dem Schlachttisch bringen würde, ey. Wisst ihr eigentlich, warum die Elfenbeinküste Elfenbeinküste heißt? Genau, weil die Küste aus Elfenbein ist. Hab vergessen, dass meine Armee hier oben auch auf Offensive gestellt war und die löst sich jetzt gerade in ihre Bestandteile auf. Digga, die gehen mir ja so hart auf und sagt das. Was haben die denn mit der Türkei, Alter, dass sie alle 5 Minuten meinen, sie müssten irgendwo herkommen? Ich weiß nicht immer von wo, weil die hier nur... Ja gut, da vielleicht. Ja, scheiß drauf. Wir beginnen jetzt mit Operation Freedom Japan. Bin gespannt, was die noch so rumstehen haben. Hm, nicht so viel. Bin ich ja nicht positiver Dinge, dass wir da mal kurz durchwischen können. Unsere Flotte ist ja sowieso stark genug, um die Reste hier wegzuwischen. Landung war auf alle Fälle mal erfolgreich. Offensive auf Tokio läuft. Hiroshima und Co. bleiben heute mal ohne Atombomben. Ist, finde ich, sowieso die bessere geschichtliche Sache. Für den Atombombeneinsatz ja immer falsch, außer ich setze sie ein. Ah, kurz vor 1947 ist Japan ebenfalls unser Untertan. Die gehen mir auf den Sack. Jetzt haben sie Australien auch noch zum Major gemacht. Wer macht denn sowas? Immerhin kann ich Kanada, USA und Mexiko in einem Streich von der Streichkarte streichen. Ja. Dann schauen wir mal, ob unsere 180 Divisionen hier irgendwas erreichen in Nordamerika. Nebenbei bereiten wir irgendwie die Landung in Australien vor. Weil wir haben alleine mehr Soldaten im Feld als die gesamte feindliche Seite. Deswegen ist das jetzt hier auch kein allzu großes Wunder. Wir haben zwar schon jede Menge Soldaten verloren, aber meine Güte, Opfer gibt's immer. Die Vereinigung einstaatiger Einstaaten aus irgendwelchen Regionen hat sich gerade auch ganz offiziell mir gestellt und sich ergeben. Frag mich jetzt nur gerade... Warum zur Hölle? Ist die Elfenbeinküste auf meiner Seite? Schauen wir mal, ob die Landung in Australien erfolgreich ist. Da bin ich mir jetzt gerade noch gar nicht so sicher. Bin schon gespannt, wen sie zum Major machen, wenn die Australier kapituliert haben. Ich glaube, die Toilettenstaaten aus den Mondkolonien wären vielleicht noch verfügbar. Ich hoffe, dass wir Australien möglichst schnell kaputt bekommen, weil ich habe mich aus den USA zurückgezogen und aus irgendwelchen Gründen sind aus irgendwelchen Regionen aus den tiefsten Löchern wieder Soldaten gekrochen, die jetzt ihre scheiß Gebiete zurückerobern. Ich habe keine Ahnung, wann meine Armee eintrifft. Ich habe es mir gedacht. Es ist Mexiko wieder zurück. Ah. Finde ich sehr faszinierend, dass sie immer noch so 2,5 bis 3 Millionen Mann haben. Ich weiß nicht, wo die verstecken, in irgendwelchen Untergrundbunkern, wie diesen schlechten Hollywood-Film. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass ich diesen Moment noch mal erleben darf, meine Freunde. 12 Jahre nach Spielbeginn ist das größte Bündnis weg. So, und das Allerbeste an dieser gesamten Geschichte ist A, ein paar Millionen Menschen weniger, die mir auf den Sack gehen. Und B, die Performance ist deutlich besser, weil die halbe Welt nicht mehr existiert. Ich bin so glücklich, glaube ich. Wir wischen jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Fußboden auf. Wüsste jetzt nicht, wer hier noch wirklich eine Herausforderung für uns ist.
Ich finde es voll nett, dass die mir alle den Krieg erklären, weil das macht es für mich einfacher. Muss ich nicht jedem den Krieg erklären. Ich weiß, es schaut sehr schön aus. Es gibt nur noch einen kleinen Haken. Die Schweiz. Problem mit der Schweiz ist, es dauert immer so lange, bis man gegen die ein Kriegsziel hat, weil... Ich meine, am Ende des Tages, wir besitzen zwar die gesamte Welt, aber wir brauchen irgendeinen beschissenen Grund, die Schweiz angreifen zu dürfen. Absolut bescheuert, diese Logik im Spiel. Und damit bringen wir es zu Ende, meine Freunde. Gut, die Schweiz hat jetzt nicht lange standgehalten. Hat nur ein paar Tage gedauert, was mich auch nicht wundert. Wir sind einfach too strong. Das waren übrigens unsere Divisionen am Ende. Mhm. Für alle, die immer hier fragen, was sind deine Divisionen? Das sind sie, ja. Mhm. Sehr hübsch, ich weiß, danke. Ja, und mit diesem wunderschönen Anblick verabschiede ich mich jetzt von euch für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich musste nicht dreimal neu starten. Ich habe nicht zwei Saves laden müssen. Es lief alles super. First try, ne? Easy peasy, lemon squeezy. Ihr könnt auch hier sehen, wir spielen immer noch Velite, ne? Hier, nicht, dass da irgendeiner sagt, ich hätte hier das irgendwie runtergeschraubt oder so. Ah ja, ich bin raus. Macht's gut. Ah ja, und keine Krabben essen, ne? Sonst gibt's Ärger.